Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Auf keinen Fall. Okay, so Thomas, you've got the big blind. So, es geht weiter. Ja, wir haben gerade den Grund für die kleine Pause hier. Es ist also ein Tisch jetzt aufgelöst worden. Wir werden also gleich dann auch den achten Spieler hier mit an den Tisch bekommen. Das ist der Rumäne. Christian now folds. Joe announces he's all in. Joe Beavers geht all in. So, jetzt ist noch Thomas B. Folded around to Thomas on the big blind. Und er fragt auch nach dem Count, also wie viele Chips sind da? Hast du noch? Er sieht zwar ganz gut aus, aber es sind gar nicht so viele. Denn er hat nur noch schwarz und rote, dann sind nur noch die 100er und die 500er. Yes, total. 42.000? Nein. Und er callt, Thomas will callen. Thomas announces a call. Er sagt, jetzt zocken wir mal ein bisschen. Und Jan kommt zurück an den Tisch. Jan Veit. Den haben wir den ganzen Joe Tag schon gesehen. Joe has ace deuce. Thomas has pocket fives. Fünferpärchen gegen Ass 2. Und da sind zwei Zweien im Flop. Now Thomas needs a five to win. Turn card. Das ist natürlich. It's a 10 and Thomas needs a deuce. Excuse me, a 5. Go ahead. It is a 9. Mann. Joe will double up. Und Joe verdoppelt. Ja, so schnell kann es gehen. Ja. Schade. Spiel mit 180.000 in den heutigen Tag gegangen und Jan Veit, den wir also jetzt praktisch direkt zu seiner Rechten sehen werden, auch mit 160.000, also beide. Ja, Jan war gut dabei, hat aber zwischendurch sich auf 80.000, weil den haben wir den ganzen Tag schon gesehen, Jan. Achso, ihr habt ihn eben schon gemacht. Der war am Feature Table von Beginn an. Hat sich relativ weit runter gespielt und kommt jetzt wieder zurück. Lag zwischenzeitlich mal bei 80.000.